Im dritten Video geht es darum, wie kann ich noch mehr Rippen zu der Fläche hinzufügen. Ich erzeuge mal zunächst erst wieder eine Rippe. Ich nehme also den Ausgangssketch für das Teil, was momentan unten liegt, her und erzeuge einen B-Ring. Der ist jetzt da. Dann verschiebe ich diesen B-Ring mal nach unten. Damit ich den wieder nutzen kann, muss ich einiges einstellen. Ich muss den Streifenmodus einschalten. Habe ich jetzt hiermit gemacht. Das nächste, was ich mache, ich skaliere das ganze Ding jetzt mal richtig groß auf 200 und Y auch 200. Dann ist der jetzt zu groß. Und das nächste, was ich noch mache, ist für den mittleren, für den hier, werde ich die Tangenten, die von unten kommen, noch verändern. Das ist Prätangent, dieser Schalter hier. Und da stelle ich erstmal ein, dass die Tangenten nicht bloß hier 10 mm nach unten zeigen, sondern minus 100. Und dann skaliere ich diese Tangenten hier unten auch nochmal etwas stärker raus. Und so, da möchte ich jetzt gerne 200 haben. Oder damit man einen Unterschied sieht, hier 150. Und bei dem anderen, sorry, möchte ich 50 haben. So sieht es also jetzt aus. Das heißt, wir haben hier einen nicht symmetrischen Übergang zwischen diesen Bereichen. So, und dann ist es jetzt weit genug verformt. Dann wieder das gleiche Spiel. Ich fange an mit dem untersten Ring. Dann kommt der mittlere Ring. Dann kommt der obere Ring. Und hieraus entsteht das B-Face. Und das sieht jetzt so aus und wir sehen jetzt hier innen drin, diese Tangenten führen dazu, dass es eine Einschnürung gibt. Ich blende das mal aus, dann sehen wir diese Einschnürung so. Diese Einschnürung bedeutet natürlich, dass wir hier von der Krümmung her eine Unstetigkeit haben. Das kann gewünscht sein, muss aber auch nicht. Und wenn wir das weghaben wollen, dann müssen wir daran drehen. Das heißt, jetzt müssen wir bei dem B-Face, bei dem mittleren Ring, bei dem hier sagen, dass die Tangenten symmetrisch sein sollen. Das heißt, die obere und die untere Tangente wird der Mittelwert gebildet und übernommen. Ich setze hier Strip Symmetric auf True. Und in dem Moment ist es jetzt angeglichen. Wenn ich den jetzt wieder ausblende, dann sehe ich, dass hier der Übergang sauber ist. Ich blende mal die anderen Hilfsgrößen auch aus. Irgendwas läuft hier noch raus. So, und jetzt habe ich dieses Objekt. Das heißt, ich habe jetzt überall glatte Übergänge. Ich sehe hier drinnen war irgendwas, was die Richtung geändert hat. Und ich schaue mir noch mal die Struktur von dem Objekt an. Das sieht jetzt so aus. Unterer Ring, mittlerer Ring, oberer Ring. Wir sehen hier die Tangenten, die das hier so ein bisschen einschnüren und die Kurve sieht insgesamt so aus. Wir haben jetzt momentan den unteren Teil, der hängt an diesem Sketch 1 dran und uns stört vielleicht ein bisschen die Spitze da hier, die ist nicht so schön. Wir könnten also diese Spitze hier mal ein bisschen aufarbeiten und was wir machen könnten, ist, dass wir einfach die beiden Kanten wieder parallel machen. Die beiden. Damit sollte jetzt diese harte Kante, die wir auf der einen Seite haben, dann auch verschwunden sein. Wir haben jetzt dieses Teil. Das heißt, wir haben jetzt hier in diesem Teil einmal hier oben eine Ellipse, die aus dem Kreis durch einseitige Stauchung erfolgt ist. Und wir haben auf den anderen Seiten eine Kurve, die durch diesen Sketch 1 durch den hier erzeugt worden ist.